Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Selina und auf diesem Kanal kommt Abitur-Content und Au-pair-Content, da ich dieses Jahr mein Abitur mache und danach als Au-pair für ein Jahr in die USA fliege. Heute geht mein Video um die Abiturorganisation bzw. wie ich meine Abiturordner organisiere und generell das Ganze organisiere. Es haben viele von euch angefragt und deswegen kommt das jetzt schon. Einige schreiben tatsächlich jetzt schon Abitur. Ich habe schon gelesen, es ist ein Bundesland genau jetzt oder ich glaube sogar schon durch ist mit dem Abitur. Ich ziehe mein Buch für euch, ich hätte das jetzt nicht gekonnt. Und die anderen fangen genau gleichzeitig mit mir ungefähr Ende April an. Zur Information, ich werde Dänisch, Deutsch und Englisch schriftlich machen und Philosophie und Biologie mündlich. Ich bin im dänischen Schulsystem, deswegen ist Dänisch bei uns zum Beispiel auch mit drin. Hätte ich abwählen können, wollte ich nicht. Man hatte die Wahl zwischen Deutsch, Dänisch, Englisch und Mathe, musste davon drei wählen. Und wenn du Mathe nicht gewählt hast, was ich Gott sei Dank nicht getan habe, dann musstest du dein naturwissenschaftliches Ding irgendwie abdecken. Entweder mit Biologie mündlich oder Chemie mündlich. Und da ich in Biologie einfach sehr gut bin oder das Thema mich sehr glücklich macht, wie auch immer, ich sehr viel Spaß an Biologie habe, habe ich mich für Bio entschieden. Dann musste ich noch zwischen Philosophie, Wirtschaft, Politik und Geschichte wählen. Und da habe ich Philosophie gewählt. Ich merke gerade, es halt. Wieso halt es? Egal. Genau, ich fange erstmal mit meinem iPad an. Ich habe hier ein paar Notizen aufgeschrieben, die ich hier hatte. Hallo, iPad. Ich erzähle mal so ein bisschen grob, was in meinen Abiturordnern drin ist, bevor ich sie zeige. Ich habe sie jetzt übrigens schon mal gemacht, weil ich ganz viel gefragt wurde. Und B, weil ich jetzt sowieso langsam anfangen wollte, die Sachen zu sortieren und ein bisschen zu gucken, was fehlt mir noch, was kommt vielleicht noch. Das ist so der Grund, warum ich es jetzt schon gemacht habe. Ich habe meine Notizen sehr viel lieber schriftlich als digital. Ich habe das jetzt wirklich durch dieses Halbjahr gemerkt und das erste Halbjahr jetzt in der 13. Ich habe mein iPad oder benutze mein iPad für Digital Note-Taking jetzt erst seit diesem Halbjahr oder beziehungsweise ich habe jetzt mein erstes Halbjahr durch und muss wirklich sagen, das ist nicht meins. Irgendwie, ich merke mir das nicht, was ich da aufschreibe. Es ist ganz nice für Hausaufgaben, aber generell für Lernzettel ist das gar nichts für mich. Es sieht schön aus, aber ich lerne nichts draus. Deswegen ist für mich schriftlich lieber als digital. Und vor allen Dingen, bei Texten habe ich extrem Probleme, mir zu merken, was ich da gelesen habe. Das ist auch nur digital, bei digitalen Texten das Problem. Deswegen habe ich die Texte lieber gerne ausgedruckt, damit ich markieren kann. Was ich zwar auch hier kann, aber irgendwie kommt nicht rüber. Also es bleibt nicht haften. Ich kann es euch nicht sagen. Dann hat bei mir jedes Fach eine andere Farbe. Also das habe ich jetzt bei meinen Lernzetteln, die ich jetzt mache. Denn im Laufe der 11., 12., 13. haben sich die Farben dann doch ordentlich vermischt. Aber mit den Lernzetteln, die ich jetzt mache, werde ich definitiv Color Coding machen, dass jedes Fach eine andere Farbe hat. Kann ich sehr empfehlen. Das habe ich nämlich am Anfang der 11. gehabt und das hat mir damals schon sehr geholfen. Ich weiß gar nicht, warum ich das irgendwann verworfen habe, die Idee, aber kann ich sehr empfehlen. Dann das, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe meine iPad-Lernzettel noch nicht ausgedruckt. Die ich jetzt hier drauf hatte. Das habe ich einfach noch nicht geschafft. Da werde ich mich noch dran setzen. Aber das sind nicht viele, weil ich mich da immer sehr vorgedrückt habe. Genau. Ich habe einen Ordner für die schriftlichen Prüfungen und einen Ordner für die mündlichen Prüfungen. In meiner schriftlichen Situation, in meinem schriftlichen Ordner sind auch, also sind halt drei Fächer. Und in meinem mündlichen zwei. Besonders bei Biologie habe ich vorne eine Plastiktüte für die Karteikarten drin, die ich im Laufe der Jahre jetzt gesammelt habe. Das war es jetzt von meinem iPad. Das sind sehr dicke Ordner. Ich habe, ja wie gesagt, zwei Ordner. Ich habe die hier einmal beschriftet mit Abitur, mündlich und schriftlich 2022. Ich fand das angenehmer oder übersichtlicher, als was ich alles in einen Ordner reintun. Ich wollte auch nicht für jedes Fach einen eigenen Ordner. Da ich für Bio zum Beispiel, naja, Bio wird etwas speziell, denn ich habe Bio als Präsentationsexamen. Das heißt, ich werde eine Präsentation halten für 10 Minuten und meine Lehrer und ich werden danach, oder mein Lehrer und ich, je nachdem, werden 20 Minuten lang darüber reden. Bei einer normalen mündlichen Situation, bei einem normalen mündlichen Abi ist es ja so, dass man zwei Aufgaben bekommt in zwei Themenbereichen und für jedes Thema jeweils 5 Minuten hat und danach 5 Minuten mit dem Lehrer quatscht. Das ist beim Präsentationsexamen ein bisschen anders. Wie gesagt, 10 Minuten präsentieren, 20 Minuten reden. Dann fangen wir mal an mit dem schriftlichen, glaube ich, ist das hier. Genau. Der schriftliche Ordner beinhaltet Dänisch, Deutsch und Englisch, also alle sprachlichen Fächer, die ich habe, außer Spanisch. Und wenn man ihn aufmacht, dann sieht man das hier. Also ich habe jedes Fach einzeln mit einem Strennstreifen abgetrennt, habe hier drauf geschrieben, was für ein Fach das ist. Das ist zum Beispiel Englisch. Danach kommt Deutsch und danach kommt Dänisch, je nachdem, wann was als erstes kommt. Dann habe ich hier zuerst eine Übersicht, die habe ich einmal gemacht und fünfmal kopiert oder so.
Da steht zum Beispiel drauf, wann mein Abi ist, wann diese schriftliche Prüfung ist. Die ist am 30. März. Da habe ich einmal, ich kann das ja mal so, das ist ein Anschlag hier, kann ich ja einmal so zeigen. Ich glaube, so ist es am besten. Und zwar habe ich einmal da oben, kann man ganz gut sehen, gezeigt, welcher Textmarker was anzeigt. Und dann habe ich hier so einen Lernplan erstellt. Das ist ein sehr grober Lernplan. Ich möchte mir da wirklich Freiheit lassen, das selbst zu gestalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel länger brauche, um die Lernzettel zu machen, dann brauche ich länger. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Also einmal die Übersicht und dann habe ich auf der nächsten Seite mein Pensum. Also das ist zum Beispiel jetzt noch etwas leer, weil ich einfach noch, ich sag mal, nicht so die Liste habe, wo alles draufsteht. Wir haben ungefähr grob gesagt bekommen, was wichtig ist, aber ich muss da, glaube ich, selbst noch mal ein bisschen nachgucken, was wir in der 12. und 13. hatten. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da oben sind so Smileys und neben den Themen. Und dann kreuze ich quasi an, wie gut, schlecht oder mittelmäßig ich das Thema kann. Wenn ich es gut kann, dann werde ich es mir zwar angucken, aber weiß, dass ich mir da keinen Stress machen muss. Wenn es mittelmäßig ist, gucke ich es mir an, gegebenenfalls schreibe ich es nochmal auf. Und wenn ich es schlecht kann, dann muss ich nochmal Lernzettel schreiben. Genau. Und das mache ich bei Text Arten und bei Themen, also zum Beispiel bei The American Dream. Das kann ich zum Beispiel sehr gut, weil ich da vielleicht auch eine Facharbeit dran geschrieben habe. Aber zum Beispiel Creative Writing muss ich mir nochmal angucken, aber ich weiß, ich muss mir da keinen Stress machen, weil das habe ich schon etliche Male gemacht. Und einen Artikel zum Beispiel muss ich mir komplett nochmal neu angucken, weil ich glaube, das habe ich nicht einmal geschrieben so richtig. Nach diesem Pensum fangen alle Zettel, Klausuren an, die ich mir abgeheftet habe, die wichtig waren. Ich bin alle meine Ordner durchgegangen von der 11. bis 12. und meine Ordner, die ich bis jetzt so habe, für die 13. und habe alles rausgenommen, wo ich wirklich weiß, das ist wichtig oder könnte wichtig sein. Und das habe ich aufgeteilt in 13. Klasse, 12. Klasse. Genau, da sind einfach nur Lernzettel drin, da sind Texte drin, die wichtig sind. Zum Beispiel What is Nonfiction oder dieses Pentagramm, Mediation, Article Newspaper und alle meine alten Klausuren, einfach damit ich sie mir nochmal angucken kann, just in case, dass ich mir sicher sein will, dass ich bestimmte Fehler nicht nochmal mache. Genau, und das sind so wirklich viele Klausuren. Ich habe wirklich durch diesen Prozess alles rauszunehmen und neu einzusortieren quasi in diesen Ordner. Ich habe ja mal so viele Klausuren geschrieben innerhalb dieser 3 Jahre. Also das ist hammerkrass, ne? Nicht nur in Englisch, sondern auch in allen anderen Fächern und besonders in Deutsch, finde ich, aber ja, genau. Aber hier ist alles drin zu Lyrikanalysen, Situationen oder irgendwas. Habe ich hier alles drin, was Englisch angeht, von der 11. bis zur 13. Jedes wichtige Detail, jeder wichtige Zettel, irgendwas. Genau das gleiche nochmal mit Deutsch. Hier ist aber der Unterschied bei Deutsch, dass ich Deutsch erst im April habe. Ich habe Deutsch am 27. Genau, am 27. April. Und auch hier habe ich mir wieder so einen Lernzettel erstellt. So einen Lernplan, das kann man da unten ganz gut sehen. Und genau das gleiche Prozedere. Und hier hinten habe ich auch wieder ein Pensum. In Deutsch habe ich noch weniger Ahnung, was drankommt, weil ich mich auch damit nicht beschäftigt habe, was daran kommt. Also wir haben generell noch nicht wirklich ein klares Pensum bekommen. Ich hoffe, wir bekommen das noch oder ich bekomme es noch raus. Eins von beiden. Und genau das gleiche hier nochmal. Hier kann ich jetzt nicht hochheben, weil ganz vorne drauf ist eine alte Klausur, da ist der Name meiner Schule drauf. Hier sind auch alle möglichen Lernzettel. Das sind auch super viele Zettel. Das ist so ein Haufen. Alles Wichtige, was ich denke, was wichtig ist, was, ja, auch teilweise Dinge aus der 10. Klasse, weil Lernzettel, also so zum Beispiel, wie man einen argumentierenden Text, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, argumentierendes Schreiben heißt das, glaube ich. Das ist auch wieder ein Batzen. Und das letzte ist Dänisch. Dänisch werde ich schreiben am 29. April. Und das ist meine letzte schriftliche Abi-Prüfung, obviously. Genau. Und hier habe ich auch wieder einen Lernplan gemacht und der überschneidet sich mit Deutsch, weil Deutsch obviously 2 Tage vorher ist. Aber das ist voll okay. Das kriege ich hin. Und auch in Dänisch habe ich ein bisschen mehr Plan, was ich haben werde, aber ich habe noch nichts aufgeschrieben. Und hier nochmal genau das gleiche. Und hier könnt ihr auch sehen, das ist nicht gerade wenig. Das ist Deutsch und Englisch. Also das ist wirklich ein fetter Ordner und ich bin noch nicht einmal fertig. Ich habe noch nicht alle Sachen von der 13. hier drin. Und ich bin mir sehr sicher, dass mir 1, 2, 3 Zettel fehlen. Von irgendwas, wo ich mal krank war oder irgendwas in die Richtung. Genau, aber das ist mein schriftlicher Ordner. Also mein schriftlicher Abi-Ordner. Genau, und dann gehen wir mal weiter zum mündlichen Ordner. Bei meinem mündlichen Ordner ist einiges anders. Ich habe nämlich keine Daten. Also ich habe keine Ahnung, wann mein Bio mündlich ist, wann mein Philosophie mündlich ist. Ich weiß in welcher Woche, aber ich weiß nicht, wann genau. Und ich glaube, das werde ich auch nicht vor einer Woche vorher wissen. Also ich muss mal gucken. Deswegen ist dieser
Die Übersicht ist ganz nett. Ich werde definitiv einkreisen, wann diese Woche ist, wo ich meine mündliche Prüfung habe. Aber deswegen ist halt die Übersicht jetzt zum Beispiel komplett leer, weil ich noch kein Datum habe. Und das auch so schnell nicht kriegen werde. Das Pensum ist auch noch komplett leer, weil ich mich da noch nicht mit befasst habe. Weil es ja auch noch recht früh ist für die mündlichen Prüfungen. Ich habe sie, wie gesagt, in der zweiten Woche im Juni, glaube ich. Ich kann es schon wieder nicht hochheben, weil das ist eine richtige Klausur. Biologie, ne? Ich habe noch keine Ahnung, welches Thema ich bekommen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich bekomme das aber vorher zu wissen, weil ich meine PowerPoint bearbeiten muss und so weiter. Den Text überlegen muss. Aber alleine Biologie ist so viel Kram. Das gibt es hier. Das hier ist Biologie. Und ich habe teilweise meine Notizen aus der 11. durchgeguckt. Ich sag's, wie es ist, ne? Ich war ja schon motiviert. Ich meine, ich bin immer noch motiviert, aber... Also diese kleine Schrift, ich könnte das inzwischen nicht mehr lesen. Ich glaube, das hat sogar, das wurde bei mir sogar nicht bemängelt, aber das wurde mir immer wieder gesagt, von wegen, das wirst du die wieder lesen können. Ja. Ich habe übrigens heute mein Zeugnis bekommen, also falls euch das interessiert, schreibt mir das. Aber ja, so ist die kleine Schrift mit Bildern. Ich habe immer alles ausgedruckt und draufgeklebt und so ein Kram. Genau, das gleiche mit Philosophie. Auch hier habe ich kein Datum, ich weiß nicht, wann das genau ist, ich weiß nur die Woche. Und ich bin auch gespannt, ob wir, also weil wir zum Beispiel, wir brauchen normalerweise Montag bis Donnerstag für die mündlichen Prüfungen. Es gibt aber auch Klassen, die brauchen einen Tag mehr. Bin gespannt, ob wir bis Freitag brauchen. Mal sehen. Hier ist genau das gleiche. Ich weiß noch nicht, welches Pensum, gar nichts. Ich bekomme demnächst eine Pensumliste von meinem Philo-Lehrer. Ich habe heute erst mit ihm geredet. Aber deswegen habe ich halt auch keine Ahnung. Hier ist einfach alles Mögliche drin. Das ist nicht so viel, weil ich in Philosophie irgendwie so wenig Notizen gemacht habe, generell. Es war halt schwierig, Notizen zu machen, weil unsere Philosophie-Lehrer sind nicht so mit Tafelschreiben. Aber das sind meine Abi-Ordner. Und das war es auch zu meiner Abi-Organisation. Mehr Abi-Organisation habe ich bis dato nicht. Es sei denn, jetzt kommt noch irgendwas, aber... Ich denke mal nicht. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.